Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich hatte gestern in meinem Vlog ausführlich darüber gesprochen, aber ich dachte, ich mache das nochmal extra, weil es tatsächlich ein Punkt ist, der mir große Angst macht und auch Sorgen bereitet und wahrscheinlich auch so meine Lebensplanung, die ich so im Moment auf meiner To-Do-Liste hatte, ein bisschen beeinflussen wird. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise in den Griff bekomme. Es geht darum, dass ich, ich bitte, in den letzten Tagen ja krank war. Ich bin ja eigentlich immer irgendwie krank gewesen im letzten Jahr. Husten, Kopfschmerzen, das meine ich nicht, sondern meine Erkrankung gestern und vorgestern hauptsächlich war halt auch so schlimm eigentlich, dass ich Angst hatte, mehrfach ohnmächtig zu werden. Ich stand tatsächlich ein paar Mal kurz davor. Es wurde schon alles mit schwarzen Punkten vor den Augen. Ich habe das zum Glück noch mal hinbekommen, dass ich das nicht wurde. Aber es hat mir etwas klar gemacht und da habe ich jetzt noch mal Lust, vielleicht auch in einem extra Video noch mal ein bisschen drüber zu reden. Also es gibt ja viele Menschen, die natürlich alleine leben und die damit zurechtkommen müssen. Ja, und das ist ja auch nicht verwerflich und ist jetzt auch nicht schlimm. Man kann natürlich alleine leben. Das Problem an der Sache ist nur, und eigentlich ist das auch kein richtiges Problem, ist auch hier in der Türkei gibt es viele Menschen, die alleine leben und auch Ausländer, die alleine leben. Aber für mich, die das gar nicht gewohnt ist, ich bin ja immer in der Großfamilie gewesen oder in einer Familie. Ich bin direkt von meiner Kindheitszeit, von meiner jugendlichen Zeit, die ich bei meiner Mama verbracht habe, zu meinem Mann gekommen, und ich war eigentlich nie irgendwie irgendwann mal alleine. Natürlich gab es immer Zeiten, wo ich auch mal eine Zeit irgendwo alleine leben musste, auf dem Dorf oder auch, weiß ich nicht, hier bin ich ja auch jetzt eine ganze Zeit. Es gibt immer mal so Zeitabschnitte, aber es ist eigentlich nie so gewesen, dass nicht schnell jemand erreichbar wäre. Ja, als ich auf dem Dorf war, hätte ich nur meinen Mann anrufen müssen, der wäre in einer Stunde da gewesen. Ich hätte, weiß ich nicht, egal wo ich war, es war eigentlich immer jemand da, der ja sich auch um einen kümmert, wenn man dann mal wirklich krank ist. Alhamdulillah, war nie der Fall, aber es hätte, ja. Und hier in der Türkei, natürlich, wir haben auch Menschen, die sich kümmern würden. Ja, aber das sind alles fremde Menschen. Menschen, die man halt nur ab und zu mal sieht. Man kennt sich noch nicht so lange. Es sind keine Verwandten. Es sind Bekannte. Wie gesagt, Leute, die man auch noch nicht so lange kennt. Und es hat mir einfach klar gemacht, dass ich mich wirklich auf mich allein gestellt bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich nicht mehr kann und auf jemand anders angewiesen bin, dann muss ich mich darauf verlassen, dass mir Menschen helfen, die ich in mein Haus lasse, die ich noch gar nicht so gut kenne, die man natürlich als Freunde bezeichnen würde, ja, aber in so einer empfindlichen Situation, in der man sich dann befindet, hat man ja auf jeden Fall lieber Menschen. Also ich habe dann lieber meine Verwandten, meine Bekannten, mein Mann, ja, und meine Kinder da. Und habe mich tatsächlich in dieser Situation sehr hilflos befunden. Meine Enkelin war da, das ist klar, aber das ist noch ein Kind, ja. Und im Gegenteil, ich habe ja auch sehr versucht, das nicht zu zeigen, damit sie keine Angst bekommt. Und ich möchte das nicht. Ja, das ist eine Situation, die ich hier in der Türkei nicht erleben möchte. Wäre das in Deutschland, wäre das total anders. Ja, und da hat man dann auch noch mal so gemerkt, wie fremd einem das doch noch ist hier. Ja, ich habe sehr lange in der Türkei ja gelebt. Ich habe
fast 6 Jahre in der Türkei in Çorum gelebt. Ich kenne alles hier. Ich habe mich auch hier gut eingelebt. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wen ich anrufen muss. Ich weiß, ich kann Krankenwagen rufen. Ich kann mich verständigen, Alhamdulillah. Ich kann alles, Alhamdulillah, çok şükür. Ich bin sehr dankbar dafür. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen, die hier leben, ja, und die damit gar kein Problem haben, ja, die nicht mal die Sprache können, und hier alleine leben und die da gar keine Angst vor haben und denen es ja auch gesundheitlich gar nicht so gut geht, kommen damit zurecht. Aber für mich ist das eine Situation gewesen, die mir Angst gemacht hat. Und ich habe mir überlegt, wenn jetzt wirklich etwas ist, ja, wenn dann, bis jemand hier ist, das dauert von meinen Verwandten, das dauert 10 Stunden mindestens. Selbst wenn aus Ankara jemand kommt, wo meine Familie auch lebt, dauert das 7, 8 Stunden. Und auch das will ich ja gar nicht. Ja, ich will ja nicht, dass jemand jetzt so viele Stunden für mich sich auf den Weg macht, was ja auch noch sehr viel Mühe, sehr viel Organisation und sehr viel Kosten dann ja auch verursacht, nur um irgendwie mich zu versorgen. Ja? Und das ist etwas, was ich im Leben nicht, noch nie, nie will ich das. Inshallah bewahrt mich Allah davor. Was ich nicht möchte. Ja, ich sorge, ich mache, ich tue, aber ich möchte da nichts von zurückhaben. Und in Deutschland, wo ich Alhamdulillah meine große Familie habe, das sind so viele Leute da, da brauche ich gar nichts sagen, die sind alle da. Ja, die machen, die tun, die putzen, die kochen, die organisieren, die machen. Allein mein Mann macht das. Ja, ich brauch niemanden. Das macht alles mein Mann. Der kümmert sich und tut und macht. Er macht alles dann. Ja, alles, was ich machen müsste, macht er. Und umgekehrt natürlich genauso. Aber daran merkt man wieder, dass wenn man irgendwo alleine leben muss, ja, und das ist ja hier bei mir der Fall in der Türkei, dass wenn wirklich mal etwas ist, und das kann ja jederzeit passieren, ich habe hier schon viele gefährliche Situationen erlebt, ne, wirklich, also ich habe nie so direkt ja auch euch immer erzählt, meine Güte, da hätte, das hätte aber auch ganz anders. Ich deute das manchmal an und sage, oh mein Gott, das hätte aber auch anders sein können, aber nur ich allein weiß, was ich da schon für Dinger hier gemacht habe, ne? Und die hätten bös enden können. Und dann sitzt du da, ne? Und merkt unter Umständen auch keiner, weil, ne? Bis das mal jemandem auffällt, dass ich dann nicht in der Kamera zu sehen bin oder bis dann vielleicht auch auffällt, dass ich dann mal 2 Tage, ne, das dauert ja. Also insofern, das hat mir Angst gemacht, ja. Ich bin es halt nicht gewohnt alleine. Es ist immer jemand erreichbar gewesen in meinem Leben. Es ist immer jemand da gewesen, Alhamdulillah, der eine helfende Hand hat, ja. Und das ist hier nicht. Natürlich, man, wie gesagt, man hat Freunde, man hat Bekannte, man hat Nachbarn, habe ich alles. Bin sehr dankbar, çok şükür, Alhamdulillah. Ich habe auch Menschen, die ich nicht kenne und die ich hier anrufen kann, ja. Das weiß ich. Aber das ist trotzdem etwas ganz anderes. Und nicht, ich möchte gerne, dass wieder jemand da ist, ja, dass man wieder zusammenlebt und nicht alleine irgendwo. Das habe ich jetzt wirklich lange gemacht und das hat mir noch mal gezeigt, oh mein Gott, das war schon nicht schön, ja. Auch es war ja nicht schlimm, çok şükür. Es war ja auch alles in Ordnung und es war alles bewältigt. Ich konnte ja aufstehen, ich konnte ja alles machen, çok şükür. Aber was wäre, wenn nicht? Stellt euch mal vor, ich wäre alleine gewesen hier. Ich war ja nicht allein, die Kleine war ja da, ja, çok şükür. Aber wenn ich alleine gewesen wäre und ich wäre ohnmächtig geworden, aus welchem Grund auch immer, ja, und vielleicht auch für längere Zeit und aus welchem Grund, man weiß es ja nicht, vielleicht hat mich wirklich irgendwas gestochen oder so, wie Emma vermutet, ne, kann ja sein. Weil ich bin sowieso so ein bisschen, weil so schnell macht mir die Sonne ja nichts aus. Das kann, also eigentlich kann es das nicht, also ich habe keine Ahnung, ne, was das war. Und insofern hat mich das schon so weit gebracht, dass ich da gemerkt habe, dass ich das so nicht mehr möchte. Und dass ich da überlege, was wir jetzt machen können, wirklich. Ich weiß nur, dass ich nicht in Deutschland leben will, auf gar keinen Fall. Das Alleinsein hier, das ist nicht das Problem. Ich bin gerne alleine, das stört mich gar nicht. Ja, dass ich alleine hier lebe, natürlich ist es nicht das, was ich will, aber damit habe ich kein Problem. Das kann ich machen.
Aber es ist ja nicht der Idealzustand. Man will ja, wenn man verheiratet ist, auch zusammenleben. Ja, das ist ja nicht das, was man da sich von denkt. Also eine getrennte Lebensraumbeziehung will ich ja nicht führen. Wollen wir alle nicht. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Und das ist ja auch nicht das, was wir geplant haben. Und das wird ja auch nicht so sein, inshallah. Es ist halt nur im Moment so. Aber irgendwann muss dieser Moment auch mal zu Ende sein. Und da müssen wir jetzt so langsam hin. Aber so die richtige Lösung dafür habe ich noch nicht erarbeitet. Und hat mir mal gestern wieder so gezeigt, ne? Und vorgestern, ja, wie schnell das alles auch mal ganz anders sein kann, ja. Und dann bist du hier und dann sitzt du hier und dann musst du auf andere Leute dich verlassen und einlassen, die du im Grunde, die nicht zu deiner Familie gehören und die du auch nicht so lange kennst und die du ja eigentlich auch nicht in so einer Situation haben möchtest. Und bis wirklich jemand hier ist, bis mein Mann hier ist, das dauert 10 Stunden mindestens. Flug buchen und hast du nicht gesehen. Ja, natürlich, wir haben Verwandte in Çorum, in Ankara, kein Problem. Meine Tochter ist in Ankara, das ist alles in Ordnung. Aber es ist eben trotzdem alles sehr weit weg. Ja, alles ja auch nicht schlimm. Es gibt ja auch viele Leute, die hier alleine sind, ne? Wie gesagt, aber ich wollte noch mal mit euch mich so ein bisschen, das sind so die Gedanken, die ich gerade so im Kopf habe. Und ich habe öfters mal so jetzt vor, einfach mal so ad hoc die Kamera auch einzuschalten, wenn mich so irgendetwas packt. Irgendwelche Dinge mache ich ja schon öfters auch in meinen Laber-Videos, aber jetzt hatte ich das Gefühl, das noch mal zu machen. Ich habe es in meinem Vlog gestern schon gemacht, ich weiß, aber den werdet ihr ja auch erst gleich sehen wahrscheinlich, denn ich habe vor, das noch vorher zu veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.